Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4. Wir haben im letzten Part zwei Schlüsselaufgaben abgeschlossen. Das war ziemlich nice. Einmal die von Shin und einmal die von Nathan. Und jetzt geht's hier zur letzten Schlüsselaufgabe mit Katie. Ich habe alles schon soweit in die Wege geleitet, dass diese Quest starten kann. Wir haben jetzt 22.40 Uhr nachts und das ist eine geeignete Tageszeit oder Nachtszeit, um diese Quest starten zu können. Ja. Yo, Katie, was geht, Mann? Oh, Kyubi, lange nicht gesehen, Mann. Ja, das ist richtig. Schön. So, wir sind hier vereint mit Kyubi, Viptor und Robonjan. Und die wollen uns, glaube ich, jetzt gleich komplett klatschen, oder was? Das Ding ist so, hier steht, besuche die Lenzhausener Grundschule bei Nacht. Ja. Dann steht hier aber, Gespräch mit Gurke. Was für Gurke? Wo ist hier eine Gurke? Ist Kyubi die Gurke? Ist Kyubi auf gut Deutsch übersetzt einfach, bedeutet das Gurke? Na gut, kein Problem. Oder kann mit Gurke eventuell sogar Viptor gemeint sein, weil ihr seht, hier sind überall, die sind überall aufgeteilt und wir müssen nochmal mit denen quatschen, wie es aussieht. Ja, hallo, Mois. Mois, Mois, Mois. So, das Ding ist jetzt natürlich, was ist hier die richtige Gesprächsoption? Das wollen wir herausfinden. Ich versuche aufgrund meiner geilen Fähigkeiten herauszufinden, was da überall steht, um euch auch das zu übersetzen, damit ihr wisst, was hier abgeht. Rechts steht zum Beispiel, ich möchte, dass du dich bewegst. Ich möchte dein Haustier sein, steht ganz oben. Aus irgendwelchen Gründen. Es war C. Ich würde sagen, wir gehen mal auf rechts. Oh ja, das ist wirklich sehr süß. Sei bitte, was stand da gerade eben? Ich möchte, dass du... Beweg dich, du Sau. Das hat mich ja wirklich sehr umgehauen, Katie. Bitteschön. Ich glaube, das war richtig. Mois. So, jetzt müssen wir noch die beste Gesprächsoption mit Robonjan raussuchen, beziehungsweise die richtige. Hier steht aber irgendwie die beste. Und wir versuchen auch mal kurz herauszufinden, was denn hier so stehen könnte. Und wir haben hier Folgendes. Ich möchte, dass du lernst, ist ganz rechts. Ich will dich bauen, steht oben. Ich habe dich immer geliebt, steht ganz links. Und ich glaube, bei der Reaktion von Kyubi eben wird das hier das Richtige sein. Ah, ich habe dich immer lieb gehabt, Robonjan. Ey! Okay. Auch das war dann wohl die richtige Option. Es geht wohl irgendwie ganz krass hier um Liebe, oder was? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Hä? So, Viptor, du Sau. Ja, Viptor, was geht, Mann? So, was haben wir denn hier? Wir wissen natürlich, es soll wieder irgendwie in Richtung Liebe gehen. Schauen wir mal, ob wir das rausfinden. Es ist lange her, ist links. Das klingt schon mal gar nicht schlecht. Bruderius? Ich möchte sicher gehen, dass ihr schallgedämpftes irgendwas steht oben. Und ich möchte, dass du lernst. Ist ganz rechts. Wir gehen mal auf links, weil es ist lange her, klingt irgendwie auch gar nicht so schlecht. Es ist schon so lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich hoffe, wir haben damit irgendwie recht gehabt. Alter. So, dann würde ich sagen, geht's zurück zu Kyubi, weil wir haben alles richtig gemacht, wie es aussieht. Komplett per Zufall, ich wusste das vorher nicht. Aber die Intuition, meine Kerle und Keldin, ist nicht zu unterschätzen. So, es kommt wieder mal zu einem Gespräch mit Kyubi, wie es aussieht und wie es hier auch steht. Und auch Katies besondere Fähigkeit ist folgendermaßen. Wir kämpfen erstmal, so wie es aussieht, gegen Kyubi, Robonjan und Viptor. Was für eine Überraschung, wer hätte es kommen sehen? Sicherlich die wenigsten von euch. Gebt's doch alle zu. Und nachdem wir das jetzt geschafft haben,
gegen sie zu. Ach du Scheiße, Schleifer ist auch noch da. Schwein. Ah! Es muss wehtun! Wackelt mit den Hüften, los geht's! Was hat sie da gerade gesagt? Es muss wehtun, 1, 2, 3, po! Ja, Mann, ich freue mich schon auf die deutschen Sequenzen, auf die deutschen... Oh mein Gott, wir kämpfen nur gegen Schleifer? Was zum Teufel? Ihr müsst wissen, ich bin da gespannt, wie die deutsche Synchro natürlich auch ausfallen wird und die deutschen Texte und so, ob die genauso lustig werden wie damals. Ach, man macht sich ja immer so Hoffnungen, wisst ihr. Man kennt's. So, auch Katie hat die Möglichkeit zu heilen, ist auch ein ziemlich schnell zuschlagender Charakter, wie ihr sehen könnt. Und kann auch dementsprechend ziemlich schnell den Gegner umklatschen. Und das schmeckt. So, was haben wir hier? Oh, was? Wir heilen mit der Attacke. Ziemlich nice. Also ihr seht, Katie ist halt ein ziemlich krasser Healing-Charakter. Bruder? Wieso schwebtest du gerade in der Luft? War das die Kraft, die in dir steckte? Wenn es weh tut, Bruder? War das gerade 1, 2, 3, Po? Schwein. So, wir switchen mal kurz die Attack. Ach, wir geben ihm gerade auch die Lebensenergie, oder was? Ja, lol. Das wollen wir natürlich nicht. Oh mein Gott, ich glaube, Schleifer hat gerade den übelsten Boost bekommen. Ja, so wie es aussieht, hat er auch einen übelsten Boost bekommen. Oh mein Gott. Das hat mich gerade richtig weggeboostet. Aber wir haben ihn geklatscht. Nice Tendo. Ja, meine Kerle. Zwar keine EP bekommen, aber was willst du machen? Scheiß drauf. Weiter geht es. So, also. Ja, es muss wehtun. 1, 2, 3, Po! Und damit haben wir die, ja, auch so wie es aussieht, 10 Freunde Spirit bekommen. Beziehungsweise nicht 10 Freunde, sondern eher, Freundesbeschwörung Geister. Yokai. Und, auch die werden wir natürlich anlegen. Und dann auch bald benutzen. Das heißt, auch Katie hat jetzt die Auswahl zwischen einer heilenden Ultiseel und einer Ultiseel, die Richtung Beschwörung geht. Dieser halt Freundesbeschwörung. Q, Viptor ist am Start. Oh mein Gott, der heilige Ehrenmann. Der sieht genauso jehaft aus wie damals in Yokai Watch 1, 2 und 3. Und Bless ist natürlich auch. Brüder, ich würde sagen, ich benenne Viptor nach dem dunklen Drachen auf YouTube, denn der Name passt auch irgendwo, oder? Deswegen kürzen wir hier einmal ab. D-Punkt und dann Drache. Dunkler Drache, du alter Ehrenmann mit deinem sehr jehaften Blasters-Profilbild. Vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Ehrenmann. Der geht raus auf dich und auf deinen Nacken. Vielleicht packen wir ihn sogar ins Team. Ich hätte Bock auf ihn. Gerade da wir wissen, dass es ziemlich... Ich will nicht sagen, schwache Yokai in meinem Team gibt, aber... Rang B, Rang C, glaube ich, ist so... Hier und da in meinem Team die Rangordnung und das muss halt nicht sein, ne? Das ist klar. Aber wir haben die ganzen Schlüsselaufgaben jetzt auch abgeschlossen, oder was? Und das ging ziemlich schnell. Und jetzt nähern wir uns auch so langsam, aber sicher, meine Kerle, dem Finale. Ha, wir haben uns alle stärker gemacht. Ja, super. Voll geil. Ja, Sirius. So, Sazel steht auch hier. Wir sind gestärkt für den Kampf gegen das Böse. Hä? Was ist passiert? Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier los ist. Jedenfalls, das war gerade eben die Vor... Also, ihr müsst wissen, die letzten Parts, ja, ich glaube, die letzten 4 Parts waren allesamt die Vorbereitung auf das große Finale. Deswegen haben wir diese 5 Schlüsselaufgaben gemacht.
もう少しで思い出せそうなのに、まだ何か足りないの。 Oi, oi. Enma-sama. Enma, was, wie kommen wir zu der Ehre? Ja, ich bin nur kurz hier, um mir anzuschauen, was aus den, Hoffnungsträgern geworden ist. Ja, wir sind alle am Start, Mann. Oh, Natsume, geht's dir gut? Ja, ich bin eben aufgewacht, es geht mir gut. Auch hier wird natürlich wieder die Anspielung an ihre Dämonen-Erscheinung, ja. Natsume ist ja auch gleichzeitig die Dämonenprinzessin. Und von daher, kritische Angelegenheit. Gerade wenn ihr diese Albträume jetzt wieder durchkommen, im 10. Kapitel. Und ich glaube, es wird dazu auch noch irgendwie eine Art, es wird dazu noch bestimmt irgendein Story-Abschnitt geben. Einen relevanten Story-Abschnitt, der auf Natsumes Dämonenprinzessin-Dasein schließen lässt. So, und unsere Aufgabe jetzt ist hier ist klar, ja. Es geht zum entscheidenden Kampf mit dem Himmel, wie es aussieht, ja. Und wir müssen uns noch den Bogen der Welt holen. Und irgendwie den Bogen für die zukünftige Dämonenwelt. Also noch irgendwie zwei Bögen, zwei dieser Keys. Damit wir in diese jeweiligen Welten kommen. Es kann aber auch sein, dass wir die jetzt sofort bekommen, diese Schlüssel. Diese Arcs. Kai, ist irgendwas los? Nee, aber dass Natsume wieder zu spät gekommen ist. Junge, Junge. Die ist auch nur am Chillen. Ja, Mann, ist echt so. Was fällt dir eigentlich ein? Wahrscheinlich irgend sowas in der Art. Oder auch eben nicht. Alles klar, Brüder, Schwestien. Die Aufgabe ist klar. Wir haben auf mich gewechselt und jetzt... Oh, müssen wir noch mit jedem hier reden, oder was? Oh Gott. Da habe ich ja ungefähr gar keinen Bock drauf. Aber man muss tun, was man tun muss, ne? Okay, was machst du denn hier? Ja, ich bin nur kurz vorbeigeschneit, weil du hast ein grünes Ausrufezeichen über dir gehabt und ich hab's auch auf der Karte gesehen. Irgendwie so. Ich weiß jetzt übrigens nicht, warum wir mit allen hier sprechen müssen, wie es aussieht. Vielleicht, ist dieser Text, der hier steht, von wegen Gespräche. Gespräch mit allen Yokai-Detektiven. Vielleicht ist das irgendwie gerade das, was abgeht. Ach ja, die gute alte Ayame-san. Wo ist sie eigentlich? Was ist nochmal mit ihr passiert? Ist sie nicht verschwunden? Das ist halt das, wo ist Ayame eigentlich hin? Was ist mit ihr passiert, bitte? Ach, da ist sie ja. Oh ja, Ayame. Du musst wissen, ich liebe dich wirklich abgöttisch. Du bist wirklich das schönste Wesen, das dieses, das diese Erde behaust. Ah! Das ist das hast du ja wirklich schön gesagt. Oh, Ayame. Ja, Kinori, ich habe alles von dir gehört. Und es war sehr jäh. Oh, peinlich. Ach, ich find's irgendwie süß. Ja, Broserius. Ja, Ayame, du alte Schwestine. War wieder nett, dich gesehen zu haben. Hau rein, das war genug Screentime für dich. Tschüss! Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Also, gewöhnt euch am besten direkt an ihr Gesicht, bevor ihr es für immer vergesst. Yeah. So, mit der Oma müssen wir nicht sprechen, beziehungsweise mit der Tante.
Dafür aber wieder mit Katie und den anderen. Ach, guck mal an. Die ganzen Ehrenbruts wieder mal vereint. Ioi. So, und auch natürlich mit Katie kommt es zum Gespräch. Ah, Katie. Was geht? Ich bin nur überlegen, das zu skippen, weil es ist halt irgendwie irrelevant. Man erfährt vielleicht irgendwas. Oh. So wie das hier zum Beispiel. Ich werde das natürlich sofort übersetzen, meine Kerle. Geht's gerade irgendwie um die Liebe? Ich dachte, ich wäre ein seltsamer Kerl. Naja, ich konnte jedenfalls alles sehen. Ja, das konntest du wirklich. Wir skippen mal kurz durch. Ich denke mal, das wird wohl irgendwas sein, das intermenschlich mit Katie und Nathan zusammenhängt. Ist ja auch ein sehr persönliches Gespräch. So, alles klar, das wäre auch geklärt. Nice, Tendo. Reden wir mit Toma. Oh, Kai, na, bist du bereit fürs anstehende Finale? Oh, Toma, sowas von, was macht ihr so? Ach, wir haben uns nur so ein bisschen über meine Yokai Watch unterhalten und wie geil die eigentlich ist. Ja, Mann, Viertel vor euch bin Bonze. Toma... Mal gucken, wie viel ich, was ich alles mit dieser Welt, mit dieser Uhr hier kaufen kann. Ich kaufe die ganze Welt damit ein. Bist du gerade vollkommen verrückt geworden? Nein, das ist nur ein Dialog, den sich Kai gerade ausgedacht hat. In Wahrheit geht's gerade um etwas anderes. Yeah. Uff. Ja, meine Kerle und Keldin. Was freue ich mich schon darauf, diese Gespräche auf Deutsch vorzulesen, wenn sie auf Deutsch rauskommen. Es gibt leider immer noch keine Hinweise zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, aber vielleicht weiß man ja nach der Gamescom mehr, im September oder so. Wenn eine Direct kommt, dann ist das Spiel ja schon ein paar Monate lang in der Übersetzung. Das wäre ziemlich nice, wenn wir da etwas mehr über Yo-Kai Watch 4 oder Yo-Kai Watch 1 erfahren werden. Weil Yo-Kai Watch 1 kommt schon am 10. Oktober auf die Switch auf Japanisch und ich will auch das wieder zocken, ist ja klar. Ne? Ich komme hier nicht raus. Tja, Kai, denkst du wohl, du kannst hier rausgehen, was? Ja, Brudinius, natürlich. Okay, wir kommen hier echt nirgendwo raus. Krass. Alles klar, Natsume, Tochter. Oh, Kai, guten Abend. Ja, Natsume, was geht, Mom? Oh, ich skipp das. Das ist halt unnötig, Alter. Tut mir leid, aber wir hätten doch eh nichts verstanden, außer dass wir Scheiße laberisieren. So. Auch nochmal Shin hier mit Nathan ein super Gespräch geführt. Super gedeep-talked. So muss das sein. Ja, ist ja nice. So, bevor es jetzt zur Tante geht. Zum letzten Gespräch mit der Tante, zum letzten klärenden Gespräch mit der Tante, beende ich den Part. Und meine lieben Kerle, im nächsten Part dann werden wir mal gucken, so langsam aufs Finale zusteuern, oder? Ich glaube, es wird Zeit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Ist das Shibanya ein S? Nee. Sah ganz kurz so aus. Ich dachte, diese rote Aura oder so. Naja, egal. Hauen sie rein, Brüder und Schwestien. Aber das Item wird sich ja mal vorher gegönnt. Leckerer Joghurt. Geil.